Die Frauen sind draußen. Da hinten haben wir einen. Mein Name ist Edwin Moser. Ich habe eine Frage zum Vollgeld. Gibt es denn schon Beispiele von Ländern, die das eingeführt haben? Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage, wie reagieren denn die Zentralbanken oder die zuständigen Stellen auf solche Vorschläge? Weil eigentlich ist es ja eine ganz tolle Idee, die uns viele Probleme nehmen würde. Das ist unser Tisch, macht das. Also meines Wissens gibt es das noch nirgends, dass das Vollgeld schon eingeführt wäre. Der Vorschlag ist ja an sich schon relativ alt, mindestens in den Grundzügen. Basiert er ja auf Arbeiten von Irving Fischer und einem Plan, der schon in den 30er Jahren entwickelt wurde. Es hat sicher eine Diskussion gegeben in der Wissenschaft auch über diese Theorien, aber durchgesetzt haben sich eindeutig, hat sich die andere Gruppe durchgesetzt, also die Gruppe, die sagt, die Geldschöpfung über das Bankensystem ist das effizientere und das bessere System. Aber die Diskussion ist im Moment lanciert, aber sie findet noch nicht in großem Maße statt. Aber es hat auch erfreuliche Stimmen schon gegeben, also zum Beispiel der Leiter des Studienzentrums der Nationalbank, das wiederum unabhängig ist von der unabhängigen Nationalbank, er hat einen Artikel geschrieben und gesagt, man solle dieses System durchaus prüfen und genauer anschauen. Mein Name ist Christina Marschau. Ich habe die Frage, kann man das denn national umsetzen? Also ist man nicht da abhängig von anderen Ländern? Deshalb beginnen Sie gleich mit den schwierigen Fragen. Nein, das ist eine sehr zentrale Frage, ob man das kann. Also wir sind der Auffassung, dass es eigentlich gehen müsste, aber dass da sicher noch sehr viel Arbeit im Detail notwendig ist, die wir mit unserem schwachen Sekretariat im Moment noch nicht leisten können. Aber die Grundfrage ist, wieso soll das nicht möglich sein? Ich denke, dem Ausland ist es relativ gleich, mit was wir unser Geld hinterlegen. Wir können wieder eine Goldwährung einführen oder sonst irgendetwas erfinden. Wenn das Vertrauen in die Nationalbank und ihre Politik vorhanden ist, dann wird der Schweizer Franken weiter nachgefragt sein wie bisher. Ich denke, es sollte möglich sein, aber das wäre noch genau zu prüfen. Dass da der Vorschlag wegen einer Weltwährung vom IMF da, Weltwährungsfonds, das hat mich dann doch befremdet, oder? Weil eigentlich ist es ja wirklich die Lösung, also ich weiß nicht, es waren einige Punkte, dass es dann unabhängig ist. Aber eben, ich habe nur dass der Vorschlag dann direkt vom Weltwährungsfonds kommt, der eigentlich die ganze Schlamassel schon verursacht hat, das lässt mich dann doch aufhorchen, oder? Also wenn ich es recht, es kommt kein Vorschlag vom IWF, das wäre ein Missverständnis. Ich habe gesagt, dass dieser alte Plan von Irving Fischer, das 100% Geld, was relativ ähnlich ist dem Vollgeld, nicht identisch, nein, Entschuldigung, aber ähnlich. Ich beziehe mich auf die letzte Folie, die Sie glauben. Ja, die habe ich aufgelegt. Eben. Und der IWF hat diesen alten Plan von Irving Fischer überprüft, durchgerechnet und hat diese Thesen, die Irving Fischer damals aufgestellt hat, bestätigt. Und das ist eben, dass weniger Blasen entstehen, dass die Verschuldung abgebaut werden kann und, dass da sehr viele positive Effekte mit einem solchen Geld erreicht werden könnten. Das heißt noch lange nicht, dass das die offizielle Position des IWF ist. Das ist ein Arbeitspapier von zwei Ökonomen, die dort arbeiten und die sicher dieses Papier intern absegnen lassen mussten. Es geht nicht etwas heraus, was nicht irgendwie immer noch zwei, drei Leute auch noch gesehen haben. Ja, aber bei vielleicht diesem Papier steht natürlich, dass diese Meinung nicht die Meinung des Direktoriums ausdrückt. Also die meisten Ökonomenpapiere, die rauskommen beim IWF, sind sozusagen Vormaterialien und drücken nicht die Meinung des Direktoriums aus. Es gibt einen gewissen Pluralismus dort, oder es herrscht doch die Meinung, eine gewisse Freiheit,
nütze vielleicht den Erkenntnissen, die man haben müsste. Es drückt sicher nicht die Meinung des IWF als Mitgliederorganisation aller Länder aus, nicht? Tom Zwenden, es ist nicht so, dass die Schweiz vielleicht sogar das einzige Land ist, das so eine Vollgeldreform umsetzen könnte. Also mein Bauchgefühl sagt mir, dass andere Länder wahrscheinlich sowas gar nicht durchbringen würden. Ja, ich denke schon, dass wir hier mit unserer direkten Demokratie eine Chance hätten, so etwas zu machen. Weil die Entscheidungswege verglichen mit Europa oder anderen Ländern sind bei uns relativ einfach und kurz. Es sind immer noch lang genug, aber es wäre sicher eine Möglichkeit. Ja. Wir denken auch, dass das ein möglicher Weg wäre. Ja. Dass es sogar eine Vorreiterrolle sein müsste, die Schweiz übernehmen. Vielleicht, ja. Aber man müsste ja vielleicht bedenken, die Schweiz ist so stolz darauf, man sagt immer, wir verdienen jeden zweiten Franken im Ausland. Man verschweigt, wir geben jeden zweiten Franken im Ausland aus. Das ist ja die Kehrseite, nicht? Und das ist das eine. Ich möchte eigentlich noch gerne hören, wie sich das Vollgeld mit einer sehr internationalisierten Wirtschaft verträgt, die Schweiz hat. Und das andere ist, wir haben zwar die Volksinitiativen und solche Möglichkeiten, aber die Schweiz ist der Staat in Europa, wo, wie soll ich sagen, die Besitz- und Kommandoklasse der Wirtschaft den allergrößten Einfluss hat. Wir haben einen schwachen Staat, der den Unternehmen fast nichts zu sagen hat, im europäischen Vergleich oder im internationalen Vergleich. Also das wäre keine einfache Sache. Sogar wenn die Volksabstimmung gewonnen würde, wäre ihr Schicksal vergleichbar der Zweitwohnungsinitiative oder der NEAT-Initiative oder solchen Dingen, die ja dann alle da auch nicht genau umgesetzt werden. Auf alle Fälle muss man damit rechnen, nicht? Also ich habe ja nicht gemeint, mal ich hätte das alles gut verstanden und bin sehr dafür. In einem zweiten Nachdenken sind mir dann Fragen aufgetaucht, also zum Beispiel, wie sich Vollgeld mit der Wirtschaftsfreiheit verträgt, also die ja auch garantiert ist, die Möglichkeit einfach jetzt zu spielen und so. Oder ob es einfach auf das rauskommt, dass es dann eben diese Konten gibt, die wirklich Vollgeld sind, die abgetrennt werden. Und wenn ich das recht verstanden habe, könnten die Banken weiter existieren und weiter Geld also spielen und sozusagen virtuelles Versprechen abgeben etc. Oder würde es heißen, dass die Bank, dass eigentlich die ganze Bankenwirtschaft würde quasi eliminiert, die würde verschwinden, weil das Bankengeschäft besteht ja genau daraus, dass die Bank eben aus wenig Geld mehr Geld macht durch Versprechungen. Ja, also ich denke, oder wir haben an der letzten Vorstandssitzung einen Versuch gemacht, ist dieser Vorschlag liberal, ist er konservativ, ist er links, ist er rechts, wie soll man den politisch einordnen? Und da kamen sehr unterschiedliche Ergebnisse zusammen. Also wir selber, die einen haben es als liberal betrachtet, die anderen als mehr staatlich, dirigistisch und so. Und je nachdem, wie man das anschaut, ist dieser Vorschlag eben nicht so einfach einzuordnen. Also zur Wirtschaftsfreiheit würde ich sagen, grundsätzlich bleibt die Bankenwelt ja bestehen. Sie geben weiterhin Kredite wie bisher. Das ist ihre Hauptaufgabe. Aber sie geben diese Kredite eben nicht mehr aufgrund von selbstgeschöpftem Geld, sondern vom Geld, das sie von Anlegern bekommen haben, mit dem Auftrag, es zu investieren. Das ist der große Unterschied. Und ob Wirtschaftsfreiheit auch das Spielen mit Geld und den ruinösen Wettkampf und die dummen Sachen, die passiert sind in den letzten Jahren. Ob das Wirtschaftsfreiheit ist, da habe ich meine Zweifel. Freiheit hat immer auch ihre Grenzen, das ist klar. Und
wir wollen da nicht allzu weit in das Philosophische abdriften, aber diese Grenzen muss man auch sehen. Und ich glaube schon, dass das Ganze auch einen liberalen Aspekt hat, weil damit, denke ich, viele Regulierungen verhindert oder vermieden werden könnten. Was machen wir jetzt? Wir machen mit Eigenkapitalvorschriften, die kein Mensch mehr versteht, macht man hochkomplexe Vorschriften und Regulierungen, wobei, ich habe zwei Zitate gesagt, dass auch diese Regulierungen die Probleme nicht lösen werden. Aber man macht komplizierte Sachen und das Vollgeld wäre an sich eine einfache Lösung. Man nimmt den Banken ein Stück weit das gefährliche Spielzeug weg. Das haben sie nicht mehr in diesem Umfang, wie sie es bisher gehabt haben. Und deshalb finde ich das einen vertretbaren Eingriff in die Freiheit. Vielleicht, wenn man da auch ein konkretes Beispiel dazu anführen darf, so der vorher auch die sogenannte Eigenkapitalrendite angesprochen. Nicht? Wir erinnern uns alle, Grinsgesicht Ackermann, 25% Eigenkapitalrendite ist die Benchmark fürs moderne Banking. Das hört sich furchtbar und profitös und grauenhaft an. Wirtschaft ist leider, wenn man sie genauer anschaut, etwas komplizierter. Konkretes Beispiel, Sie nehmen ein Eigenkapital von 10 Franken und leihen sich 90 Franken. Mit den 100 Franken machen Sie einen relativ bescheidenen Gewinn von, sagen wir mal, 5 Franken. Nicht? 105, das 5% von den 100 Franken. Sie haben damit eine Eigenkapitalrendite von 50% erreicht. Wenn die 90 Franken, die Sie sich geliehen haben, so wie jetzt im Moment faktisch gratis sind, oder sagen wir, Sie zahlen 1% Zinsen für die 90 Franken, dann haben Sie noch 40 Franken, dann haben Sie noch 40% Eigenkapitalrendite mit diesem Geschäftsmodell gemacht. Also das relativiert auch wieder solche einfachen Überlegungen, wenn ein Banker sagt, 25% Eigenkapitalrendite, heißt das Schweinerei, Sauerei und Ausbeutung der dritten Welt. Es ist leider etwas komplizierter mit solchen Zusammenhängen. Und deswegen ist meiner Meinung nach wirklich das entscheidende Grundproblem, man muss ja versuchen, an welchen Rädchen in einer Riesenmaschine kann man eigentlich am sinnvollsten drehen, damit was anders wird. Wie gesagt, ich persönlich habe jetzt keine Welterklärungs- oder Lösungsvorschläge anzubieten. Ich weise aber immer warnend darauf hin, weil es erstens keine Finanzwissenschaft gibt und zweitens eine Wirtschaft eine wahnsinnig komplizierte Maschine mit sehr vielen Rädchen ist, dass irgendwelche Vereinfachungsversuche, wir müssten jetzt das alles mal ganz anders oder wir drehen unten rechts an einem Rad wie wahnsinnig nach links und dann werden alle anderen Räder schon in die richtige Richtung gehen, dass das erfahrungsgemäß offensichtlich nicht funktioniert. Ich habe noch mal eine Frage, und zwar frage ich mich, also das größte Problem an dem ganzen Geldsystem für mich ist, dass eigentlich Geld geschaffen wird für Konsum und dieser Konsum ja der Umwelt sehr schädigt, also zum Beispiel Überfischung und so weiter. Also es ist nichts Nachhaltiges, was bleibt. Es werden wenig Investitionen getätigt, die wirklich irgendwas verbessern. Also wäre super, wenn Geld geschaffen würde, um jetzt Windräder zu bauen und dann irgendwann könnte man auf fossile Energien verzichten. Meine Frage ist also eigentlich an alle drei, was müsste sich eigentlich am Finanzsystem ändern, damit eigentlich Investitionen in unsere Zukunft gefördert werden, aber Konsum, der schädigt, eigentlich benachteiligt würde? Also meiner Meinung nach muss man bei all solchen Fragen wirklich zwei Sphären ganz klar unterscheiden. Geld ist etwas relativ Neutrales, eine Erfindung, die den Warentausch, das Auswechseln von Gebrauchsgegenständen plus die Aufbewahrungsmöglichkeit von nicht im Moment gebrauchten Wertschöpfung regelt. Das ist die eine Sache. Also Geld ist weder böse noch gut noch schlecht noch abartig noch sonst was, sondern Geld ist wie ein Meter. Man hat sich mal darauf geeinigt, okay, ein Meter ist von da nach da. Und Ende der Durchsage. Was man dann damit macht oder wie man das verwenden will, nachhaltig, kurzfristig, profitorientiert, umweltzerstörend, das sind gesellschaftliche, politische Entscheidungen. Die kann man aber nicht auf dem Finanzmarkt treffen, sondern die müssen gesellschaftlich getroffen werden. Und wenn ich noch den Satz hinzufügen darf, die Probleme, die jetzt wiederum ganz konkret, und da geht es nicht um Windräder oder nachhaltig, sondern um Staatsbankrotte, und der Zusammenbruch der Eurozone Europa hat,
sind genau aus diesem Grund, um noch eine weitere These in den Raum zu stellen, die Sie sicherlich optimistischer stimmen wird, in demokratischen Systemen, wie wir sie im Moment haben, offensichtlich nicht lösbar. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel dafür. In Deutschland, was ja immer noch der am besten funktionierendste Staat in der EU ist, ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung in der einen oder anderen Form von Sozialleistungen, staatlicher Unterstützung, also einer Umverteilung der gesamten Wertschöpfung der Gesellschaft durch Abschöpfung von Steuern und Ausgabe in Form von Sozialleistungen abhängig. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung. Jetzt beten Sie mal eine Partei, die dieser Hälfte der Bevölkerung sagt, Jungs, also das mit euren Renten und den Sozialunterstützungen und der Kinderkrippe und so weiter, das ist leider vorbei. Der Staat kann sich das nicht länger leisten. Und den zweiten Punkt, um das noch wirklich ganz klar zu sagen, wie ich in meinem Vortrag ausführe, das meine ich wirklich ernst, ein heutiger Zwangssparer im Rentensystem hat in der Schweiz wahrscheinlich auch das größte Schwein in Europa, dass er vielleicht noch einen gewissen Teil seiner einbezahlten Zwangsabgaben zurückbekommen wird. In Europa müsste eigentlich eine zurechnungsfähige Regierung oder Staat sagen, Leute, es tut uns wahnsinnig leid, euer Altersgeld ist weg. Aus, Ende, Schluss. Unwiederbringlich. Wir haben es verpulvert. Wir haben es verschleudert. Wir haben es rausgehauen. Wir haben ein paar Fehler gemacht. Keine Regierung würde das tun, keine Partei würde an die Regierung kommen mit einer solchen Aussage. Also Schlussfolgerung, meiner Meinung nach, diese jetzige Finanzkrise in Europa ist innerhalb demokratischer Strukturen garantiert nicht lösbar. Ich denke, man sollte doch mal davon ausgehen, was wird eigentlich primär verteilt. Die primäre Verteilung findet auf der Ebene der Unternehmen statt. Mit Löhnen der Kommandoklasse und Kapitaleinkommen der Investoren. Diese Verteilung hat sich sehr zu Ungunsten der Löhne verschoben. Dann wird via Steuersystem ein Teil sozusagen umverteilt. Bei den Altersrenten haben wir, und da ist die Schweiz jetzt nicht besser dran, man kann die Altersrenten zahlen sozusagen aus den bestehenden aktuellen Wirtschaftsaufkommen. Das HTAV beruht darauf. Oder man kann Kapitalien für jeden Einzelnen ansparen, in der Hoffnung, dass sie gut verzinst werden und mir in 40 Jahren zur Verfügung stehen. Bei mir in 3 Jahren. Ich bin nicht mal sicher, ob es in 3 Jahren klappt oder zu welchem Zins. Und in allen westlichen Ländern, und das war unter dem Einfluss der Kommandoklasse der Wirtschaft, hat man die Rentensysteme von einem direkten Umlagesystem Richtung Kapitalbildungssystem verschoben. Und in diesem Sinne auch das Problem geschaffen, wo finden diese Kapitalien sinnvolle Anlagen? Und ich denke, natürlich ist das im EU-Raum, im Euro-Raum noch viel gefährdeter als in der Schweiz. Aber der schweizerische Finanzraum ist ja nicht auf dem Mond, sondern ist integriert in ein Weltfinanzsystem. Also es sieht auch nicht besonders lustig aus. Das ist das eine, aber diese Umverteilungen via Staat, die finden ja statt, nachdem vorher eine extreme Umverteilung in eine andere Richtung stattgefunden hat. Kommt hinzu, dass ein großer Teil der staatlichen Umverteilungen ja auch für die reichen Klassen wirksam ist. Also die ganzen zum Beispiel Begünstigungen für Eigenheimbesitzer, Villenbesitzer und so weiter, wie sie ihre Hypotheken abschreiben können, sozusagen von ihren Steuern wegnehmen können und so weiter, das ist eine Subvention, das ist ein Transfer. Und wird ja nicht ausgewogen dadurch, dass ich als Mieter meine Mietzinslasten von der Steuerrechnung abziehen kann. Also diese Transfers finden in beide Richtungen statt. Und die Corporate Welfare ist sehr gut entwickelt in den westlichen Staaten. Es ist nicht so sozusagen nur immer die Ärmsten gepflegt werden. Auf Kosten der Ärmsten ist der gespart worden. Sonst noch eine Frage an Zeyer, die eigentlich
der vorherigen Diskussion anstößt, wie es so ein Kontrast ist zwischen globaler Regulierung und eben genau der demokratischen regionalen Selbstregulierung. Und zwar, ich habe es von ihr nicht so ganz herausgehört, ob sie sich da noch verdeckt halten oder was so ihre Meinung ist. Sind sie der Meinung, dass es nun möglich ist, das Problem global anzugehen und zu lösen, oder eben, dass es dafür der Point of No Return schon erreicht ist und eigentlich geschaut werden muss, wo kann der positive Wandel vom regionalen Einzelnen her stattfinden, wenn ich diese Frage so stellen kann. Ja, eine große Frage. Ich glaube nicht, dass ich in der Lage bin, eine gleich große Antwort darauf zu geben. Ich kann es nur so etwas der Spur nach zu formulieren versuchen. Ich bin tatsächlich der festen Überzeugung, dass eine kleinteilige Regulierung wirtschaftlicher Zusammenhänge wie auch politischer Zusammenhänge offensichtlich einer großteiligen grundsätzlich überlegen ist. Ich möchte jetzt hier nicht das Loblied auf die Schweiz singen. Wir kennen alle auch die negativen Seiten der Schweiz. Ich würde aber doch zu behaupten wagen, dass in den in der Schweiz vorhandenen Formen direkter Demokratie, Kleinteiligkeit, Kantone, Städte, Behaftbarkeit der Politiker selbstverständlich vieles im Argen liegt, aber wenn man das vergleicht mit der völligen Entdemokratisierung, den Aspekt muss man ja auch ganz klar sehen, der Europäischen Union, dass also eben ein Rettungsschirm, um wirklich nur dieses Beispiel zu nehmen, völlig jeglicher, sogar nationalen demokratischen Kontrolle entzogen ist, ein immunitätsausgestatteter, haftungsfreier und kontrollfreier Gouverneursrat über die Verteilung vom europäischen Stabilitätsmechanismus mit immerhin 700 Milliarden Kapital plus Einschusspflicht der beteiligten Staaten. Was ja der zweite Witz ist, also wenn jetzt beispielsweise, wo vorher alle Angst haben, Griechenland ist ja ein Klacks, Portugal und so weiter, das sind ja Zwerge, wenn jetzt Spanien den Fonds Geld abzapfen müsste, würde damit Spanien als neugläubiger Geldgeber ausfallen. Das heißt, die übrig gebliebenen Staaten, und dann kommt irgendwann mal der Last Man Standing, und das sind die armen Deutschen wieder mal, die müssen dann die gesammelten Schulden aller anderen übernehmen. Und das ist ja auch gleichzeitig die große Angst Deutschlands, wenn da was passiert, und da kommt man wirklich in eine Situation hinein, die man wirklich auch mit einer normalen Firma und einem Bankrott vergleichen kann und muss. Wenn eine Firma offensichtlich pleite ist, und eine Firma ist normalerweise dann pleite, wenn sie nicht mal die Zinsen der Schulden bezahlen kann und ja auch ihr niemand mehr neues Geld leiht, weil jeder sagt, oh, die sind ja eh pleite, dann ist, so schmerzlich das für die Geldgeber ist, ein Bankrott und danach ein Neustart immer viel sinnvoller als ein Hinauszögern bis zum absoluten geht nicht mehr. Und genau das findet in dieser Haftungs- und Verantwortungsfreiheit eines riesigen Gebildes wie der Europäischen Union im Moment statt. Und interessanterweise, nochmal kein Loblied auf die Schweiz, aber die Schweiz steht wirtschaftlich, was die Staatsschulden anbetrifft, was die Produktivität anbetrifft, was sozialen Frieden anbetrifft, ja nicht nur deswegen besser da als Resteuropa, weil die Schweizer toller, intelligenter sind und besser Alphorn blasen können, sondern weil offensichtlich in der Schweiz in kleinteiligeren Räumen direktere Kontrollen des Regierungshandelns möglich ist. Ob das in Europa, wie gesagt, ich bin da eher pessimistisch, das ist meine persönliche Ansicht, ich glaube nicht, dass das ohne Chaos und Bürgerkriege abgehen wird. Ich wünsche es auch nicht und ich hoffe es nicht, aber das ist meine klare Perspektive. Die Schweiz hat größere Chancen, dem zu entkommen durch ihre Kleinteiligkeit. Meine nächste Frage geht dahingehend, warum ist es denn so schwierig möglich, an diese großen Vermögen ranzukommen, um diese Schuldenkrise einigermaßen besser in den Griff zu bekommen? Wir haben zum einen sehr, sehr hohe Schulden, auf der anderen Seite sehr, sehr hohe Vermögen. Warum ist es in Europa, auf der ganzen Welt so schwierig? Und was spielt dann auch die Schweiz für eine Rolle, wo sich hier sehr viele Milliardäre verstecken können? Also, wie schon
vorher ausgeführt wurde, auch da muss man, glaube ich, Schulden und Vermögen als Balance sehen. Schulden entstehen ja nicht aus der Luft. Sie können zwar mit Luftgeld bezahlt werden, wie das jetzt die Europäische Zentralbank macht, aber um die, so diese paar Exponenten nochmal zu erwähnen, ist es ja nicht so, dass das ein Bill Gates oder ein Warren Buffett oder ein Carlos Slim, das sind, glaube ich, die drei reichsten Leute auf der Welt im Moment, ihre 50, 80, 100 Milliarden in ihrem Dagobert-Duck-Tresor eingelagert haben, wo sie jeden Morgen reinspringen und dann im Geldbad schwimmen. Das Geld ist ja zu 99% investiert und auch der Reichste, der kann zwar Yachten und Kaviar und Nutten und Golfplätze und Hotels und was auch immer haben, 90-99%, wenn man ein Vermögen von, sagen wir mal, über 100, 200 Millionen hat, die sind investiert. Entweder in Staatspapierschulden zum Beispiel oder in Produktionsbetriebe oder in Handel oder was auch immer. Das heißt, denen ihr Geld wegzunehmen, ist gar nicht so einfach, weil sie eben keine Dagobert Duck singen, denen man nur ihren Geldspeicher sprengen müsste und dann tropft da das ganze Geld raus, wird an die Armen verteilt und alle Menschen werden Brüder und wir sind glücklich. So banal einfach, wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Und wenn ich noch etwas provozieren darf, auch zur Steuerumverteilung, ich meine, die 5% einkommensstärkste Teil der Schweizer Bevölkerung zahlt fast 50% der Einkommenssteuer in der Schweiz, während hingegen die 40% einkommensniedrigsten Teilhaber der Schweizer Gesellschaft ebenfalls nur ungefähr 5% an der Einkommenssteuer zahlen. Also ein absoluter Balanceakt zwischen oberste 5%, 40%, unterste 40%, 5% Steuern, also so ganz subventionsmäßig gegenüber den Reichen und wer hat, dem wird gegeben, ist es dann der Realität auch nicht. Ja, darum versuchen wir in der Schweiz das System dieser direkten Einkommensteuern immer mehr zu ergänzen durch die Mehrwertsteuer, die alle zahlen, oder jetzt im Zuge der Unternehmenssteuerreformen, die nötig sind, damit man irgendwie mit der Europäischen Union einen Schritt weiterkommt, ist da der große Plan die Senkung der Gewinnsteuern für Unternehmen auf einen europäischen Tiefstsatz. Irisch oder so wäre dann das Vorbild Irland. Auch in diesem Falle würden natürlich Entlastungen und neue Belastungen durch die Mehrwertsteuer oder durch staatliche Gebühren notwendig. Es stimmt, das direkte Einkommenssteuersystem ist stark proportional. Das hat übrigens Lenin im Zürcher Exil in einer Schrift an die Sozialdemokraten während des Ersten Weltkriegs gesagt, das muss eine ihrer Hauptforderungen sein. Und die Einkommensteuer, die proportionale, ist im Gefolge des Generalstreiks durchgesetzt worden. Vorher gab es das natürlich nicht. Aber noch sie ist heute eher umstritten. Zu den Vermögen, die ja eben den Schulden gegenüberstehen. Man muss sehen, dass eben reiche Leute ihr Geld sehr gut anlegen können. Das rentiert mindestens mit 6% oder eben dann noch mehr, 25%, bei Immobilien sind es mindestens 6%. Wenn man es eben in Bankaktien anlegt, dann sind es 25%. Und nur mit 6%, in Staatsanleihen 7%, dann wachsen die Staatsschulden eben in 10 Jahren auf das Doppelte. Währenddem die Vermögen in dieser Zeit eben auch verdoppelt werden. Deswegen werden die Reicher von selbst immer reicher. Also ein bekannter Politiker in der Schweiz, der vermutlich so um die 4-5 Milliarden hat, wenn er sie nur zu 6% angelegt hat, ist er der große Abzocker. Da ist Pasella ein kleiner oder die Bankster sind klein mit ihren 20, 30, 40 Millionen. Jede Milliarde bringt 60, 70 Millionen. Also da sieht man, was eben der Zins für eine Rolle spielt und deswegen müssen die Zinsen weg. Dann noch zur Demokratie. Sie haben eben gesagt, in der Schweiz, da geht es gut, es ist kleinräumig,
da funktioniert die Demokratie. Und ein Herr Marx, Karl, hat vor 150 Jahren in einer Schrift, die wenig bekannt ist, weil sie nicht in den gesammelten Werken drin ist, darüber philosophiert, wie Russland groß geworden ist. Und er macht den Hinweis auf andere große Gebilde von früher, das war einmal Ägypten und das war China. Und er sagt, es braucht eben da Diktaturen, das heißt ein Gremium, das das Sagen hat. Nicht eine Alleinherrschaft, sondern ein Gremium, das das Sagen hat, um große Aufgaben zu lösen. Das funktioniert mit der Diktatur nicht, weil eben das Volk für dumm verkauft werden kann. Wenn die Economy Suisse etwas sagt, dann glaubt das Volk das, weil die Politiker, die Hälfte davon sind ja von Economy Suisse unterstützt, dem Volk sagt, was zu sagen ist. Das Volk lässt sich dumm verkaufen. Und deswegen war, ich frei interpretiert, hat Marx analysiert, dass es eben für große Gemeinschaften eher eine Diktatur braucht als eine Demokratie. Ja, hat in der Sowjetunion danach nicht wirklich funktioniert, aber mal abgesehen davon, wirklich, das muss man einfach richtig stellen. Ich meine, ein armes Schwein, das vor 5 Jahren in Aktien der UBS oder der Credit Suisse investiert hat, der hat inzwischen durch die völlig bescheuerte Wirtschaftspolitik dieser beiden Trümmerbanken 70-80% seines investierten Geldes verloren. Das ist die Realität. Er hat weder 6% Gewinn gemacht pro Jahr, im Gegenteil. Vor 5 Jahren war eine UBS-Aktie noch ungefähr 75 Franken wert, heute ist sie Größenordnung 11,90 Franken wert. Also ein grauenhafter Verlust des Großinvestors und auch des Kleinen. So einfach ist es dann mit dem großen Geld investieren und spekulieren auch nicht. Ich glaube, Herr Blocher, den Sie da wohl ja, meinen, der wäre heilfroh, wenn er eine Eigenkapitalrendite von 5-6% auf seinen Bargeldbetrag realisieren würde. Ich nehme an, Blocher ist intelligent genug, davon auszugehen, wenn ich null Verlust mache, bin ich in den heutigen Zeiten eigentlich relativ gut unterwegs. Weil das ist das Einzige, was im Moment einem reichen Menschen bei einer Geldanlage überhaupt einfallen kann. Ich will keinen Verlust machen. Alles andere, Spekulationsgewinne, Derivate, Zoo, Hebeleien und so weiter, das ist Zockercasino. Da darf man auch nie vergessen, wirklich noch ein ernsthaftes Wort dazu, es wurde ja vorhin von Herrn Nickli erwähnt, soweit man das überhaupt messen kann, ist das Weltbruttosozialprodukt, also die Menge aller hergestellten Güter und Dienstleister auf der Welt, Größenordnung 60-70 Billionen Dollar pro Jahr. Um dieses Geld, um diese Wertschöpfung schwebt ein Derivatezoo, also alles das, was wir als Hedgefonds, Fonds, Total Return und so weiter kennen, von Größenordnung 600-700 Billionen Dollar. Also das Zehnfache. Das ist ein virtuelles Geld. Und das zweite Problem von dem virtuellen Geld ist, nicht nur, dass es nicht wertschöpfend ist, es ist rein spekulativ. Das heißt, jeder, der dahin geht, der wettet auf etwas. In 3 Monaten ist der Reispreis um 10 Franken höher, in einer Woche ist der Yen um 10 Punkte niedriger als der Dollar. Aber er muss jemanden haben, der dagegen wettet. Sonst gibt es keine Spekulation. Spekulationen sind nicht die schlimmen Finger, die einen Preis hinauftreiben oder hinuntertreiben, ist absurd. Spekulation heißt, 2 Wettpartner zocken. Der eine verliert, der andere gewinnt. Wir müssen hier unterbrechen. Wir haben nur noch ganz kurz Zeit für 2 kurze Fragen und 2 bitte kurze Antworten. Entschuldigung. Ich kann nicht versprechen, dass meine Frage kurz wird. Ich habe mir von diesem Abend versprochen, etwas mehr über die möglicherweise zu erwartenden Szenarien, Mechanismen zu erfahren und so. Speziell interessiert mich jetzt hier diese Geldflut, die fließt im Moment ja nicht in die Konsumsphäre, sondern in die Privatvermögen. Also hat man da die Grafiken gesehen. Andererseits entsteht Inflation meines Wissens dann, wenn sowohl Kauflust wie das nötige Geld dazu vorhanden sind, im Hinblick auf Güter, die nicht geliefert werden können im Moment, also dass ein Nachfrageüberhang entsteht durch zu viel Geld. Dieses Geld aber, diese Geldflut in den größeren Privatvermögen, die abgesehen von den Luttern und Yachten und so
schafft gar keine Nachfrage im Moment. Wo oder an welche Ecke oder wie glauben Sie, dass dieses Kippen in die Hyperinflation denn stattfinden könnte? Was könnte da der Beginn oder das Zeichen oder weiß ich was sein? Ganz kurz, das jetzige Problem hat Keynes, ein großer Volkswirtschaftler, vor vielen Jahren mal die sogenannte Liquiditätsfalle genannt. Das heißt, wenn die Zinsen so niedrig sind wie heute, wird kein Geld investiert. Ich versuche jetzt nochmal an einem ganz praktischen Beispiel das Entstehen von diesem virtuellen Geld zu erklären. Vielleicht hilft es ja auch. Sie gesagt. Pardon? Es sei ja 99% davon. Nein, aber es gehört ja immer neues Geld. Also wird ja mehr Produktivität hergestellt, mehr Gewinn abgeschöpft, das muss wieder investiert werden. Aber das zweite Problem, das mal klar zu erläutern, das sind unbestreitbar 20 Franken, real existierendes Geld, Papier, Vertrauen, Laps. So. Jetzt leihe ich mir selber diese 20 Franken oder ich leihe Herrn Nickli, er leiht sie mir wieder zurück und dadurch, durch diesen Prozess, haben wir absurderweise zu den real existierenden 20 Franken virtuelles Geld in der Höhe von weiteren 40 geschaffen. Weil unbestreitbar habe ich Herrn Nickli 20 Franken geliehen, das heißt, er schuldet mir 20 Franken, er hat sie mir wieder zurückgeliehen, also schulde ich ihm 20 Franken, also habe ich zu dem real existierenden Vollgeld, um das mal so zu nennen, 40 Franken virtuelles Geld erschaffen. Das ist, glaube ich, einer der Grundprobleme, die man sehen muss. Das erklärt diese virtuelle Wolke, die über uns schwebt. Jetzt, wieso gibt es im Moment keine Inflation? Eigentlich relativ einfach. Die Staatsbanken stellen Neugeld her, mit dem die Staaten ihre eigenen Schulden sich bezahlen. Eben, das ist dieser Alchemistentrick. Ich stelle selber das Geld dafür her, mit dem ich mir selber meine Schulden zurückbezahle. Absurd. Aber weil das in einem geschlossenen Kreislauf ist, schlägt das nicht auf die sogenannte Realwirtschaft durch. Das heißt, es wird nicht mehr Eier, mehr Spaghetti, mehr Autos und so weiter verlangt und weniger hergestellt, sondern dieses Geld schwebt in dieser absurden Staatswolke drin. Die wird aber, wie gesagt, irgendwann mal auf uns niederregnen, weil ich kann mich auch täuschen, dann wäre das wirklich die Erfindung des Perpetuum mobilis in der Geldpolitik, dass wenn ein Staat, ohne dass es zu Schäden wie Inflation kommt, seine eigenen Schulden mit seinem eigenen neu gedruckten Geld bezahlen kann, dann wären wir im Paradies angelangt. Ich bezweifle allerdings, dass das funktioniert. Nein, dann sind wir in der Stagnation angelangt, à la Japan, dass das seit 20 Jahren macht. Und lebt nicht besonders gut, ökologisch mit einem viel zu hohen Fußabdruck natürlich. Es ist nicht so einfach. Aber noch zur Präzisierung, Herr Zeyer meint natürlich nicht, dass dieses sozusagen Krisengeld, das jetzt virtuell geschaffen wird, dass das überall investiert ist. Nicht? Das wird ja praktisch zwischen Zentralbanken und Banken hin und her geschoben. Und dient nicht zuletzt auch der Ablösung von Staatstiteln, damit die eigenen Banken nicht pleite gehen mit Staatstiteln. Und im Prinzip versucht man die privaten Banken dadurch ihre Bilanzen zu reparieren und besser zu machen und den Kollaps der Banken zu vermeiden. Herr Zeyer meinte, das wäre sehr gut gewesen, 2008 all diese Players fallen zu lassen, die großen. Das ist das, was 1929 passiert ist, bis 1931, das war der Zusammenbruch des Finanzsystems. Und nachher war das absolute Abschrumpfen des Welthandels. Der sogenannte Protektionismus in den 30er Jahren kam erst, nachdem niemand mehr dachte, dass das andere Land ein sinnvolles Zahlungsmittel zur Verfügung stellen kann, weil das internationale Finanzsystem kaputt gemacht worden ist. Und die USA und am Anfang standen große Bankzusammenbrüche. Das wollte man vermeiden jetzt 2008. Ich bin auch froh, dass wir das Experiment nicht gewagt haben und uns in eine zeierische Richtung bewegt haben. Aber wir haben natürlich ein anderes großes Problem damit. Aber das sind nicht jetzt die Privatvermögen, die alle irgendwo in Titeln und Fabriken und so oder Immobilien investiert sind.
Gut, vielen Dank. Wir müssen an dieser Stelle leider unterbrechen.